Moin, ihr Zwerster und Zwersterinnen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Lucky Rush zusammen mit dem lieben Hello. Basti Zockt. Das der bin ist ich. Heute auch mit am Start und ich bin gerade im Game Mode 1. Ich zeige euch mal ganz kurz heute, wo meine Wolle ist. Nämlich die habe ich hier versteckt, ja, also da unten ist sie. Man muss von hier aus dahin. Relativ, ja, gut versteckt, würde ich mal sagen. Und ich hoffe, Basti, dass du bereit bist, weil dann würde ich sagen, mache ich jetzt Game Mode 0. Wir spielen heute mit 100er Troll Lucky Blocks. Das ganze Inventar voll, das wird eine heftige OP-Runde. Ja, und die Mitte ist auch nochmal komplett voll mit plus 100. Ja, also heute wird es richtig abgehen. Da würde ich mal sagen, 3, 2, 1 und los. Blow, so. Und wenn man jetzt zum Beispiel nach dem Öffnen der Lucky Blocks keine Blöcke hat, um nach vorne zu kommen, darf man sich einen Stack Stone holen. Also haben wir nur jetzt abgesprochen vor der... Wow! Nein! Nein! Kevin, du weißt, was ich meine, oder? Ja, genau. So. Ja. Ich habe Baluis Content bekommen. Die Baluis Content. Ja, die Scheiße. Alles klar. Das ist ein Insider. Ja, ich weiß schon, welcher ist, Insider das ist. Oh, ich habe Enderperlen, nice. Ich habe eine Glücksspitzhacke gemacht, das Sinn damit Lucky Blocks abzubauen. Nee, also, die sind ja schon, die sind ja schon auf plus 100. Du könntest höchstens schnell in die Mitte die plus 100 da abbauen, damit ich die nicht mehr bekomme oder so. Oh, verdammt. Verdammt, nein, 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 verdammt. Oh Mann, warum ist mein Inventar voll? Nein. Schnell. Ja, so, hab noch ein bisschen was abgegriffen. Au. Junge, ich krieg hier so viele Waffen raus, ne? Das ist ja nicht mehr normal. So. Nein, nein. Oh, ne. Was ist los? Ich steck fest. Man braucht Gold, Emeralds und Diamanten, glaube ich, ne? Für das Schwert. Und ein Nether Star. Und eine Workbench. Au. Voll. Oh, jetzt hab ich mal Knockback-Stick. Knockback-Item, Kevin. Oh, ne. Komm. Gib mir was. Jawohl, ich hab einen guten Stab. Toll, ich hab Kacke. Ja, das meinte ich ja mit Baluis Content vorhin. So, nochmal so ein Stick. Nochmal so ein Stab. Leitern. Geil. Das jetzt einfach habe, das kann ich glaube ich schon mal wegschmeißen. Oh. Ja, Kevin! Ich habe den Illuminati-Bogen. Ist das dein Ernst? Ja! Hä? Was? Oh, Leck, ich dachte, ich hätte ihn weggeworfen. Junge. Ich dachte, oh. Ich hätte ihn weggeworfen. Ich hier nur Crap raus, ne? Das ist so schlimm. Echt? Gar nichts? Ja. Okay. Ich krieg hier nichts wirklich Gutes, glaube ich, raus. Ich habe auch keine Pickaxe oder so. Also ich kann. Hab einen scheiße Zauberstab bekommen. Ist doch gut, Kevin. Und schon wieder Kacke. Nein! Verdammt. Ich habe jetzt alle meine Blöcke abgebaut und habe jetzt keinen Block, um mich rüber zu bauen. Ja, das heißt, wir holen uns jetzt einen Stack beide, weil ich habe nämlich auch nichts bekommen. So, okay, einfach ein Stack Stone. Dann geht das. Ein Stack Stone? Ja. Okay. Gut, habe ich jetzt. So. Und zack. Du hast wenigstens Rüstung. Warte, ich muss. Zieh die vorhandene Rüstung auch mal an. Okay, gut. Dann demonstrieren wir den guten Kevin mal den Illuminati-Bogen. Kevin, willst du es sehen? Guck mal, Kevin. Nein, Kevin. Schieß mich nicht ab. Kevin, guck mich an. Kevin! Nein! Kevin, dreh dich mal um! Nein, du willst mich abschießen! Och Mann! Oh. Junge, ich bin immer jetzt One-Hit! Ich hab gar keine Chance mehr! Oh! Guck weil ich voll den Scheiß bekommen hab! Kevin! Das. Ja, das ist Lucky Rush! Guck mal! Ich hab die Illuminati Chestplate noch! Willst du mich verarschen, Junge? Warum kriegst du die ganzen Illuminati-Sachen? Ich weiß es nicht! Die Blöcke sind mit mir. Nein! Nein! Wo bist du? Warte. Nein! Wow! Ich krieg eh nicht. Ah!
Was ist jetzt los? Steck fest! Nein! Ist da Pizza oder irgendwas gekommen? Alter, ich habe eine Illuminati-Hose bekommen. Echt? Ja. Ah, das ist doch gut. Das hast du auch ein Illuminati-Rüstungsteil, ne? Weil jetzt bist du, glaube ich, nicht mehr One-Hit. Oh, doch. Doch, ich bin noch One-Hit. Da brauchst du noch ein bisschen mehr. Ah, fett. Warte mal. Da hinten sind noch Lucky Blocks unten drunter, oder? Nee. Das sind noch die einzigsten Blöcke. Hä? Musst du gegen so einen kämpfen? Geh zu Kevin! Nein! Oha! Lol. Ja! Aber mit normalen Sachen gehen wir beide nicht down, ne? Nee. Mit dem Bogen. Ich versuche den Bogen nicht allzu heftig oft einzusetzen. Ja doch, darfst du. Du hast ja das Glück gehabt, dass du den bekommen hast, ne? Wenn ich jetzt das Glück gehabt hätte, hätte ich auch eingesetzt. Alles klar. Das ist halt eine Glückssache, ne? Man muss sagen, bei Lucky Block Battle kommt es auch echt viel aufs Glück an, so. Ich will dich halt nicht heftig abfucken, sagen wir es so. Es ist schon nervig, wenn du dann die ganze Zeit gebowspammt wirst. Ich meine, ich kenne das aus meinen vorherigen Folgen und so weiter. Nach einer Zeit nervt's einfach und ich will nicht so gemein sein. So. Aber. Hey! Ohne Witz, weißt du. Ich dachte, du schaffst den Sprung nicht, ne? Und ist mir jetzt egal. Und dann bockt er mich runter. YOLO! Oh lol! Nein, er hat Pizza bekommen! Hast du Pizza? Gut? Oh, da oben ist noch eine Pizza auf dem Dach. Hast du... Das ist... Alter. Jetzt bin ich One-Hit, wenn du mich schlägst. Echt jetzt? Ja. Nein! Bist du runtergefallen? Nein, fuck, Alter. Scheiße. Pizza ist sowas von OP. Wow, die ist viel zu krank, Junge. Bist du runtergefallen? Ja, du kannst damit gar nicht laufen. Ja, die ist echt heftig. Also ist sozusagen ein Goldapfel in Mega-OP. Komm her, Kevin. Er frisst halt... Jetzt sehe ich dich schon... Da bist du. Geh weg! Guck mal, ich krieg dich jetzt nicht mehr mit dem Bogen down. Hä, wo bist du? Schlägst du mich gerade? Kevin! Hast du dich unsichtbar gemacht? Dann suche ich jetzt deine Wolle. Alter, wo bist du? Nein! Ja, er ist brennend runtergefallen. Komm her. Ey, du, deine Pizza, Mann! Da! Da, ich box dich jetzt runter und ist... Alter! Kevin! Nein! Mann! Das gibt's nicht. Wo bist du da? Tschüss! Nein! Ja! So, zack. Verpiss dich! Geh weg! Nein! Wo ist deine Wolle? Ich such die Wolle. Verdammt. Ich hab sie gesehen. Ich hab sie beim Runterfallen gesehen. Das ist schon mal gut. Das habe ich schon mal im Vorteil, Kevin. Ja, die Pizza, die ist zwar echt stark, so, ne, weil du damit so hochspringen kannst und alles, aber durch die Geschwindigkeit ist das richtig, richtig übel. Ups. Nein! Oh, ich hab's hochgebaut. Verdammt. So, Kevin. Na, Alter. Nein! Kevin! Ey. Alter. Ey, vor allem, ich krieg dich halt nicht gebockt. So ein Scheiß. Jetzt muss ich nur noch deine Wolle wiederfinden und die ist hier bestimmt irgendwo wieder richtig krass versteckt. Hey, ich seh dich nicht mehr. Wo bist du? Da unten. Kevin! Verschwinde! Raus aus meiner Welt! Flieg weg! Flieg runter! Alter, flieg runter! Nein! Ja! Hä? Wie ja, ich weiß glaube ich, wo sie ist. Nein. Hey, wie hast du das geschafft, durch das Loch runterzufallen, hä? Fuck. Mann. Wie viele Pizzen hast du noch? Noch einige.
Scheiße. Ah, gut. Hab's irgendwie geschafft. Lol. Nein, ich pack hier fest. Oh nee! Oh fuck. Ja, gut. Jetzt bin ich auch durch. Jetzt bin ich durch, Kevin. Weiß nicht, wo du. Wie gesagt, ums Eck denken so ein bisschen, ne? Ich glaube, ich mach den Shader mal raus, weil ich glaube, durch den Shader sehe ich nicht so gut. So. Ich weiß ungefähr. Das schafft mir einen Nachteil, der Shader. Ich weiß ungefähr, wo dein ist. Ich hab's beim Runterfallen gesehen. Kevin, deine Wolle ist weg. Nein, ich bin runtergefallen. Ja, Scheiße. Jetzt muss ich dich nur noch töten. Jürgen, das ist so schwer, da was zu sehen. Fuck, ich bin auch runtergefallen. Scheiße. Das ist kill. Ja, ich fall sowieso runter. Die Pizza, das Problem bei der Pizza ist, dass sie dich so schnell macht. Das ist in dem Modus, die ist zwar stark, aber das mit der Geschwindigkeit ist echt also das ist saugefährlich. So. Ah! Kevin, nein! Ja. Ja, ich war runter, GG. Gewonnen? Ja. Jawohl, nice. Glückstreffer. Komm mal her, ich zeig dir, wo die Wolle war. Also die Verstecke, da musst du noch ein bisschen üben. Guck mal, du gehst hier rein. Ja, ich war hier unten. Ich war hier unten. Ja, ich hab da. Da hab ich zum Beispiel. Eck und dann ja, ich, du die. Ich muss das ohne Shader spielen. Weil das Problem ist, wenn ich jetzt so gucke, da würde ich die sehen auf jeden Fall. Wo ist die denn hier? Da? Ja. Hä? Siehst du die nicht? Der zweite Block nach diesem Block. Boah, was? So eine kleine Kante, Alter. Tja. Wer soll das denn erkennen, Junge? Ja, Kevin. Du musst noch viel lernen. Ja, Junge. Das ist ja voll übertrieben, wie man die versteckt. Okay, gut, das war's auf jeden Fall. Also die Pizza ist schon echt OP, aber ich finde wirklich, wegen der Geschwindigkeit ist das echt schwer mit der, ja, zu spielen. Ist schwierig. Also ich bin sehr oft am Anfang runtergefallen, weil ich so schnell war und bin dann aus Versehen immer an der Seite irgendwie so, weißt du? Zum Beispiel hier das Stück, ne? Ich wollte mal mit der rüberspringen und dann bin ich entweder zu weit oder zu kurz gesprungen, weil ich gestiegt musst du die hab. Erst einsetzen, wenn du in der Base bist. Ja, naja, da, also das ist auch so eine Sache. Ja gut, aber mir blieb nichts anderes übrig, wenn du hier auf dem Stück warst. Da musste ja, ich mit der arbeiten, so. Aber war auf jeden Fall wieder heute eine mega spannende Folge. Leider hatte ich nicht ganz so viel Glück beim Ziehen. Wenn ihr Bock auf mehr habt, würde ich sagen, könnt ihr ja gerne, wenn ihr wollt, eine positive Bewertung dalassen. Checkt die Beschreibung auf jeden Fall mal aus. Da ist der liebe Basti verlinkt. Yo. Und ja, Feedback könnt ihr natürlich auch gerne in den Kommentaren dalassen. Und vielleicht habt ihr ja irgendwelche Vorschläge, mit welchen Lucky Blocks das nächste Match sein soll. Und da bedanke ich mich, dass ihr zugeschaut habt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.